Einfach zusammen 2020 anders erleben. Ein Film der Behindertenbeauftragten und des örtlichen Teilhabemanagements Burgenlandkreis. Im vergangenen Jahr veranstaltete das örtliche Teilhabemanagement zusammen mit dem Bereich der Behindertenbeauftragten des Burgenlandkreises einen gemeinsamen Rundgang durch die Naumburger Innenstadt. Anlass dafür war der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember. Rund 200 Menschen beteiligten sich, um auf eine inklusive Gesellschaft aufmerksam zu machen. Vor allem junge Menschen des Internationalen Bundes und der Medizinischen Berufsakademie aus Naumburg unterstützten diese Aktion vor Ort. Auch das Duo Red Attack verschafften durch ihre Trommelkünste Menschen mit Behinderung Gehör. Ziel war es, mit bunten Plakaten, Bannern und verschiedensten alltäglichen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Rollatoren oder Rollstühlen, aufzuzeigen, dass Barrierefreiheit niemandem schadet. Man versammelte sich auf dem Weihnachtsmarkt für eine Kundgebung. Frau Marschall, die Vorsitzende des Behinderten- und Inklusionsbeirates im Burgenlandkreis, machte auf die Wichtigkeit der Akzeptanz und den Respekt aller Menschen aufmerksam. Und glauben Sie mir, keiner von Ihnen kann sagen, dass er nicht irgendwann selbst betroffen ist davon. Abschließend ging es mit Pauken und Trompeten auf den Naumburger Holzmarkt. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Beteiligten, denn jeder Mensch zählt. Das örtliche Teilhabemanagement wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt finanziert.